Willkommen zurück zu Let's Play Star Ocean Till the End of Time. Im letzten Part. Ja, ist ziemlich viel passiert. Wir haben, glaube ich, oder? Wir haben Maria im Team, Level 20. Ja. Ach ja, siehst du mal, wir können mal bei Roger gucken. Denn auch für den haben wir natürlich eine alternative Farbe. Ja. Und auch für Maria haben wir schon eine alternative Farbe. Mit kurzen blonden Haaren und... ja. Einem kurzen Rock. Warum nicht? So, ich werde dafür für den Playthrough, wie gesagt, die Charaktere so lassen, wie sie sind. Ja, sie hat noch gerade gar nichts ausgerüstet. Was zur Hölle? Doch, hat sie. Sehr gut. Microblaster und eine Steel Iron Chain. Der Flieger Gun bringt natürlich nichts. Plus 20 Escape Speed. Eigentlich nicht schlecht. Ich möchte jetzt hier aber vor allem noch wieder was draufpacken. Genau, was das gebracht hatte. Aber du kriegst jetzt vor allem erstmal das Ding. Oh, die Maiden von Risa. Na, geben wir dir die Maiden. So. Ich bin halt am Überlegen, ob ich sie benutzen werde. Wir haben Aiming Device und Scatter Beam. Und auch Standby Healing, aber. Das ist noch nicht so viel. Sie hat aber einiges an Statuspunkten, die wir gleich mal weggeben können. Das ist auch noch mal was. Wunderbar. Und ihr braucht noch. Gut. Ich kann sie ja mal mit reinpacken jetzt kurz. Gut ist auch, wir könnten natürlich auch Fate rausnehmen. Das geht ja bei Final Fantasy Spielen oftmals nicht. Hier geht das natürlich, dass man seinen Hauptcharakter rausnimmt. Und wir lassen mal Maria eine Weile mitkämpfen. So, ab nach oben. Ist immerhin einfach nur ein langer Weg gerade. Und damit sind wir in den Sealed Caverns. Yay. Spaß. Nee. Natürlich kommt man nicht drum herum, mal wieder Monster zu bekämpfen. Kann jetzt genug Story Exploits. Jetzt muss man wieder in Dungeon kommen. Und dieser Dungeon ist interessant. Einmal gibt es hier anscheinend auch eine Stelle für das Ancient Book. Als hier auch ein ganz gewisses Item gibt. Hier können wir nichts machen. Okay. Und dieses Item wird noch ziemlich interessant. Warum? Wir werden sehen. Zunächst geht's aber hier hin. Okay, das sieht nicht sehr nett aus. Hier kommen wir schon mal nicht weiter. Und da ist auch zu, okay. Gibt also gerade nicht viel für uns zu tun, außer weiterzugehen. Ja. Hi. Cooking Ingredients habe ich schon zu viele. Was haben wir hier noch? Blueberries habe ich auch noch. So. Gut, dann bekämpfen wir dich mal. Ich kriege einen Pudding oder was auch immer. So, das Ding kann Thunder Flare. Was weiterhin ein ziemlich böser Angriff ist. So, das Ding macht Earthglaves. Ich muss erstmal Maria wiederbeleben. Und dann nehme ich sie mal selber, um mal ein bisschen hier. Ja. Sie ist halt vor allem so eine Fernkämpferin.
wie man sieht. Sonst kann es aber auch so noch ein paar coole Sachen. Einfach so ein Schuss. Und wenn man näher dran ist, kann sie auch mal zutreten. So. So. Wenn man näher an den dran ist, kriegt ein Aiming-Device den Gegner nämlich mal kurz in Luft. Was auch nicht gerade praktisch, unpraktisch ist. Ah gut, jetzt wollen wir uns mal um den Typen hier kümmern. Perfekt. So. Wie gesagt, Maria auch eine eigentlich ganz gute Kämpferin, meiner Meinung nach. Nur jetzt gerade zu Beginn eher so. Und im Gegensatz zu Cliff und Nell muss ich halt sagen, ist sie jetzt nicht so mega nützlich. Ich weiß gerade gar nicht, hat sie überhaupt ein paar Zauber? Protection. Ich kann Verteidigung erhöhen, ja, mein Gott. Hat sie vielleicht irgendeine Taktik, eine sinnvoll, oder muss man sie wirklich dann eher selber spielen? Ja. Sie ist halt keine richtige Supporterin, deswegen setzt sie so ein Zeug eher selten ein, was halt das Ganze ein bisschen problematisch macht, wenn man sie nicht selber spielt. Und ja. So. Was soll ich denn jetzt machen? Ist auch nichts. Wenn hier nichts ist, wo soll ich denn dann hin? Hä? Ich verstehe gerade nicht. Irgendwas übersehen? Ja, gut, ne? Nee, ich weiß gerade echt nicht, was ich übersehen habe. Nee, die ändern sich auch nicht bei jedem Mal, wenn man den Raum betritt oder sowas. Ah, ein Switch. Muss man erstmal finden, ne? So, da das hier jetzt nichts geändert hat, wird es wahrscheinlich hier was geändert haben. Wow, ich sehe es gerade. Die Steine bewegen sich. Das heißt, hier schnell durch. Oder? Nicht. Komme ich da drüben links durch? Das ist ja bescheuert, man sieht es gar nicht. Nö, ich durfte jetzt da nicht durch. Okay. Dann zeig mal her. Ah, neues Kit. Where's Welch? Huh? In the restroom? She's been in there an awfully long time. What the? Weggeboxt. About that. Okay, now for the report. Ihr müsst verstehen, Frauen gehen nie zum ja. Damask Gauntlet. Oh. Für 10.000 Fohl. Nicht schlecht. Eine Bubbly Potion. Oh. Okay. Mal sehen, dass ich jetzt hier durchkomme. Warum darf ich denn da nicht durch? Hä? Ich bin weiterhin verwirrt. Okay, das Zeug bewegt sich, aber ich darf nicht durchlaufen? Was? Hier darf ich auch nicht durch. Ah, hier auch nicht, wenn es oben ist. Vielleicht darf hier nirgendwo durch.
Okay, irgendwas muss noch sein. Also wir haben jetzt einen Hebel geswitcht. Da ist ja noch irgendwo was aufgegangen. Irgendein Weg oder irgendwas. Was ist denn mit dir? Ah, okay. Man muss hier rum. Man muss hier unten durchgehen, sondern oben drüber. Sag einem das doch bitte mal. Man merkt, ich erinnere mich nicht mehr an alles in diesem Spiel. Ich war gerade leicht verwirrt. Ja, da kommt uns gleich so ein blöder Ritter entgegen. Aber hey, warum nicht? Hey. Sofort meine Battlegod gebrochen, die Penner. Wie nett. Lass mich wieder bewegen. Aua. So. Einmal durch den... durch das Eisding geschlagen. Fakt ist, ich habe sogar eine Idee. Mal schauen, ob das klappt. Sobald ich mal wieder Gegner habe, werde ich das ausprobieren. So. Natürlich auch wieder mal schön versuchen, die Map zu füllen nebenbei. Och, da war noch ein Weg. Okay. Da ein Weg, da ein Weg. Okay, dann gehen wir erstmal links. Denn wie ich gerne öfter sage, ich gehe immer erst links und lasse mich gerne zerdrücken. Nein. Ich gehe einfach allgemein immer gerne erst links. Earth Shielding? Okay. Doch diesmal war das erst links gehen anscheinend besser. So. Denn weiter ist nichts. Eine Sackgasse und Sackgassen sind gut. Verdammt. Warte mal. So kann ich das einigermaßen sehen. Ach komm schon, jetzt bin ich zu weit gelatscht. So, jetzt komm. Nein, nicht zu weit. Wunderbar. Ups. Kurz noch mappen. Jetzt kann ich da rein. So, Taktik. Mach mal bitte nicht so viel gerade. Ich will was testen. Und zwar... ah, ich habe nur zwei davon. Du kannst ruhig den Gegner mit all deiner Kraft angreifen. So, okay. Einer ist down. Okay. Sobald mal zwei Gegner da sind, muss ich das machen. Weil ich habe vor, einen Kampf nur durch Gefrieren zu gewinnen. Das gibt nämlich auch noch eine Kampftrophäe. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, das sind halt auch. Blade of Fury! Blade of Fury!
So. Komm, das schafft ihr schon. Lass mich mal lieber ein bisschen heilen noch. Oh yes. Voll kaputt meschen den Typen. So. Da geht's nochmal rein. Und da geht's nochmal rein. Dann gehen wir erst wieder links. Ja, Speicherpunkt. Speicherpunkt heißt ja meistens, hier geht es weiter. Oder es gibt einen Grund, warum hier ein Speicherpunkt ist. Also gehen wir lieber doch erstmal nach oben. Das hat zumindest wieder nicht geschadet, zuerst links zu gehen. Achso, die Tür ist zu. Also war links trotzdem der einzige Weg. Einmal kurz durchgerannt. Okay, da ist auch ein Weg drinne. Aber da kommt man anscheinend gerade nicht hin. Okay, dann mach ich erstmal platt. Warte mal. Ich vermute mal nicht, dass eine Bitter Potion auf dich funktioniert, aber ich probier's mal. Nee. Gut, Item verschwendet. So. Okay, das war wirklich recht einfach. Trotzdem. Wo kommen wir jetzt hin? Nee, Magier. Das Gute ist, die Magier haben halt keine Anti-Attack-Aura. Vielleicht können wir die schön in Ruhe angreifen, ohne vor irgendwas Angst zu haben. So, helfen wir mal schnell Lil aus. Dann hält er sich auch gerade nicht allzu gesund aus. So. Ne, es wäre trotzdem eigentlich mal ganz nett, wenn du allgemein mal ein bisschen mehr heilen würdest, aber... Wie gesagt, sie ist halt keine Heilerin, das ist problematisch. Man kann es halt auch nicht wirklich einstellen, dass sie halt nur heilt, solange man sie nicht selber irgendwie steuert. Okay, dann ist noch einer übrig. Jetzt kommt der hier nicht mehr. Okay. Das war ein bisschen merkwürdig, aber hat irgendwie funktioniert, keine Ahnung. Okay. Eine Truhe. Mitten im Weg. Ob das nicht eine Falle ist? Scheinbar nicht. Okay. Dann nehme ich sie gerne. Halt. Wir haben immer noch keinen Sarg oder irgendwas gesehen, aber ich weiß, dass das Ancient Book, was auf den Sarg spielt, hier sein müsste irgendwo. Das ist ein Sarg. Aha. Ancient Book 3. Der verrottete Korridor, bewacht von den Bogenschützen der Götter. Der Sonnenkönig schläft in seinem Sarg. Was wird die stumme Korb sagen? Sind das Archer? Sieht jetzt nicht wirklich aus wie irgendeiner, aber okay.
Hm. Was soll's? Wir haben Bären dafür bekommen. Den maximalen Intellekt steigern. Das hau ich mal bei Nell rein, obwohl ich mir die noch hätte sparen können. Jetzt Earth Defense, Max HP. Max HP ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee mit No Guard halt. Warte mal. Jetzt sind wir eine Runde gegangen, haben nichts dafür bekommen. What? Was hat das dann jetzt gebracht? Sein das Ding bewegt sich jetzt? Bewegt er sich nicht? Nö. Okay, dann haben wir irgendwas übersehen. Ich darf den Weg nochmal gehen. Yay. That's a dirty trick. Not good. A fury. Oh, 900 Erfahrungspunkte, das ist viel. Ja, das ist echt viel. Mal schauen, ob ich um euch jetzt irgendwie drum rumkomme. Immerhin um einen. Anscheinend. Hoffentlich. Ah, komm schon. Blöden Zauber. Genau deswegen, wegen diesem Zauber will ich erst die Magier wegbekommen. Die sind nämlich sonst echt ziemlich nervig. Da. Nein, nein, nein. Ja, der Krieger ist anscheinend down, ne? Ne, der ist noch da. Okay. Ich habe nichts gesagt. So. Irgendwo muss wieder ein Schalter oder sowas sein, nehme ich mal an. Nur wo? Wo sieht's denn aus, als dass wir was machen könnten? Vielleicht hier? Sieht zumindest sehr bröckelig aus. Nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Okay, wir sind auch wieder ein Level gestiegen. Reichen aber jetzt die 30, um die Verteidigung nochmal hochzumachen. Jawoll. So, was soll das jetzt hier? Ich kann da ganz klar ausmachen, dass er irgendwas machen könnte, vielleicht. Aber was? Whirlwind. Ist das eine Symbology oder ist das ein... Das ist eine Fähigkeit. Hört sich interessant an.
Hauen wir mal rein. So, was ist das jetzt hier? Mit den Dingern kann ich aber auch nichts machen hier, oder? Nee. Ich habe gerade leichte Probleme zu verstehen, was sie von mir wollen. Denn wie bereits erwähnt, das ist schon eine Weile her. Dass ich das Spiel gespielt habe. Ich sehe halt auch nicht, wie ich da reinkommen soll. Hier ist zwar ein Weg, aber ich komme nicht rein. Doch, jetzt. Was? Ist das Ding jetzt hochgegangen? Ja, Tatsache, jetzt ist es kurz hochgegangen. Warte, warte, da muss ich den richtigen Moment abpassen. Wenn beide Dinger hochgehen. Sind jetzt auch so runtergestürzt? Ja. Jetzt. Oder? Ich muss versuchen durchzugehen. Wie soll ich denn da durchkommen? Hä? Ach komm schon. Ich bin gerade leicht überfragt. Also es bewegen sich auf jeden Fall alle. Nur komme ich durch den einen nicht sinnvoll durch, weil sofort, wenn das eine sich bewegt, hüpft der andere wieder hoch. Ich will mal kurz das nachschauen. Lass mich doch in Ruhe. Wie wär's denn, wenn du nicht immer denselben angreifen würdest wie ich? Ihr seid aber auch keine Statue oder irgendwas. Oh, wie soll ich da hin? Okay, dann würde ich sagen, ich beende hier an dieser Stelle den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich mir irgendwas überlegt habe. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann.